Oh, ich bin ja Level 75 geworden. Du Christoph, gibt es Ja. eigentlich ein neues Feature jetzt, wo ich Level 75 bin? Auf Level 75? Ja. Ja, da gibt es ein neues Feature. Und was wäre das? Die Pets sind da! Okay, Christoph. Und wie funktioniert das jetzt hier mit den Pets? Also, das ist relativ einfach. Du gehst auf die Taverne und guckst dir mal an, welche Abenteuer du da so vorgeschlagen bekommst. Alles klar. Die üblichen drei. Richtig. Bei einem dieser Abenteuer, und es wird in der Regel nicht angezeigt, wirst du jetzt einen Petkorb finden. Um die Zeit Alles hier klar. jetzt nicht so lang erscheinen zu lassen, Überspringe überspringst du ich. am Ja. besten. Richtig. Und da Oh, hast du es auch schon. der Petkorb. Richtig, das Das ist das Nest. Nest mit den Peteiern. Jetzt hast du die Möglichkeit, links in den Reitern Pets auszuwählen und bekommst keine Fehlermeldung. Das ist ja cool. Die Bedingungen, die dafür erfüllt sein müssen, sind lediglich, dass man Level 75 ist. Jetzt wendest du den Petkorb einfach mal darauf an. Ziehe ich den hier rein? Richtig. Und damit hast du im Endeffekt jetzt die Pets freigeschaltet. Du hast fünf Elemente. Fangen wir mal vorne an. Das ist Wasser. Es ist Klick drauf. blau, also es ist es für Stärke. Richtig. Das Wasserelement verstärkt deine Stärkewerte. Das Lichtelement wiederum verstärkt deine Geschickwerte. Erde verstärkt deine Intelligenzwerte. Und Schatten verstärkt die Ausdauer. Feuer verstärkt auch das Glück. Also gibt es im Endeffekt eine Rasse von Pets für jedes deiner Attribute. Wenn du jetzt, in deinem Fall bist du ja Krieger, das heißt für dich ist Stärke am wichtigsten. Danach kommt natürlich Schatten und Feuer. Licht und Erde kannst du also notfalls auch mal vernachlässigen, aber generell sollte man natürlich möglichst deine Pets immer weiter pushen. Alles Hat klar. enorme Vorteile. Mit dem Petkorb hast du jetzt übrigens, wie man an dem Item, was irgendwie nicht verschwunden ist, sehen kann, hast du tatsächlich, Schade. zweimal klappt's nicht, hast du von jedem Pet, was du bekommen konntest, eins erhalten. Also von jedem Element ein Pet. Insgesamt gibt es, wenn man ein Fragezeichen sieht, 20 Pets pro Element. Es gibt fünf Elemente, also insgesamt 100 Pets. Die Pets, die du aus dem Korb bekommst, sind alle zufällig. Wenn du Was? jetzt, guck dir die Pets einfach mal an und sag mir mal, welches du zum Beispiel haben möchtest. Welches Von dir denen, die ich gefällt. sehe. Richtig, du siehst im Moment ja nur drei pro Welches Element. ist denn das Beste? Das kann man so einfach nicht sagen. Die Pets unterscheiden sich enorm. Wie du in deinem Okal jetzt zum Beispiel siehst, ist der Element Wasser und vor allen Dingen hat der, wie du Stärke unten, und Ausdauer. richtig, aber wie du Also unten auch erkennen kannst, ein hat er eine Krieger. Klasse. Genau, Krieger. Also haben Pets auch Klassen. Richtig, es gibt hier ganz normal die drei Klassen: Magier, Kundschafter und Krieger. Und jede der Klassen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Bei den Pets gehen die meisten auf Krieger und am allerliebsten auf Kundschafter, weil die Kundschafter auch mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wie im ganz normalen Shakes und Fidget, auch ausweichen können und die Krieger mit 25% blocken können, während die Magier eben keine dieser beiden Fähigkeiten haben, sondern viel kritten. Also wenn man ein bisschen rumprobieren will in Petkämpfen oder später auch Habitaten, dazu kommen wir gleich, machen einfach die Kundschafter und Krieger teilweise mehr Sinn. Ich persönlich bevorzuge aber immer das Pet, was am weitesten fortgeschritten ist. Am weitesten fortgeschritten heißt in dem Fall Der einfach, Opal. im Moment ja, aber das, was am besten ist von den Pets, die du jetzt freigeschaltet hast, das Okkodil. Immer je weiter rechts und je weiter unten in dieser, nennen wir es mal Tabelle, die Pets stehen, desto besser sind sie. Allein schon von den Grundattributen her. Bei Licht zum Beispiel, wenn du jetzt mal einen weiterklickst, siehst du, dass da, Tink, wirst du dann sehen, Ja. das beste Pet ist. Und eigentlich ist Tink allerdings ein Magier. Das heißt, man könnte auch Quacklops nehmen. Je nachdem, was man eben bevorzugt. Quacklops davor ist ein Krieger. Du hast jetzt Zossel. Den nennt man in der Regel nicht. Er ist aber auch ein Krieger. Richtig. Allerdings schwächer als Quacklops, weil er weiter links in der Tabelle steht. Bei Erde sehen wir gleich, wenn du drauf schaust, dass wir da Lillipon haben. Das ist ein Kundschafter und das weiteste Pet, also da sehr einwandfrei. Bei Schatten ist es so, dass Zähnaug auch als Krieger ein bisschen besser als Buddelmull ist oder Buddemull und deshalb bevorzugen die meisten zum Start den. Bei Feuer ist dasselbe, Pyrophybus und naja, kannst dir eben mal noch zeigen. Links daneben ist Gulps als Kundschafter. Alles klar. Gesagt sein sollte hierbei, dass du Pets levelst, indem du Futter findest. Futter findest du einfach bei Abenteuern oder indem du die Petkämpfe, wie die dir da unten rechts vorgeschlagen, gewinnst. Außerdem, indem du Habitate clearst. Was vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen wäre, du kannst Pets bis Stufe 100 leveln, aber nur dreimal am Tag füttern. Das heißt, du brauchst insgesamt 100 Petfutter, eines
Elementes, um ein Pet auf Maximalstufe zu bringen und mindestens 34 Tage, um Stufe 100 zu erreichen. Mhm. Am meisten Sinn macht es jetzt, da es auch eine Pet-Rangliste gibt. Zeig das ruhig mal. Klick mal auf die Ehrenhalle und schau dir jetzt mal die Pet-Rangliste an. Richtig. Immerhin 948. Nein, nicht der letzte. Nicht ganz. Und es gibt eben die Möglichkeit, diese Pet-Kämpfe zu machen und dort auch in der Ehrenhalle hochzusteigen. Deshalb macht es Sinn, auch effektiv mit den Pets zu spielen. Die Art, wie sehr die Pets oder der Faktor, wie sehr die Pets dein Element verstärken, also eben Wasser, Stärke, Ausdauer eben durch Schatten etc., hängt davon ab, wie viele Pets du hast. Ja. Nicht vom Level der Pets? Nein, nicht unbedingt vom Level, sondern von der Anzahl. Allerdings, klick jetzt nochmal auf Pets und wähl dir ein beliebiges Element aus. Wasser, natürlich. Ja. Bist ja auch Krieger. Natürlich. Dann geh mal unten auf Wasserhabitat. Da hast du jetzt die Möglichkeit, gegen wildlebende Pets zu kämpfen. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie auch in deinem Inventar auftauchen. Okay. Oder in deinem Pet-Inventar. Am Anfang ist das Goldie, der ist auch Level 1. Du kannst es mal direkt probieren, den müsstest du gewinnen. Goldie ist ja Magier, während dein Orkal Krieger ist und weiter fortgeschritten, deshalb ist er etwas stärker. Allerdings, wenn natürlich Goldie zweimal krittet, immerhin. Genau. Und jetzt hast du ein sogenanntes Pet-Futter gefunden, eine Pflaume des Wassers. Die würde ich jetzt allerdings im Moment mal noch aufsparen. Jetzt halt mal bitte die Maus über dein Okodil. Das Okodil ist rechts daneben. Ja, das ist wahr. Dieses Pet ist häufig und kann dir nachts im Immernachtwald begegnen. Geh jetzt mal auf die Taverne und schau dir mal die Abenteuer durch, die du bekommst. In weiß markiert, richtig, ist immer die Region. Da ist es Magmaron, das ist nicht der Immernachtswald. Schau mal die anderen durch, vielleicht hast du ja Glück. Das ist der Immernachtswald und tatsächlich hast du sogar eine Axt dabei. Ich weiß nicht, ob sie dir was bringt, weil sie keinen Slot hat, aber probieren kannst du es ja nicht. Nimm das mal an. Ja, ich würde das Abenteuer überspringen. Ja. Und dann sehen wir jetzt... Ach ja, du hast ja die Axt bekommen. Stimmt, das war ein Denkfehler von mir. Tut mir leid. Du kannst natürlich nur das Pad finden, wenn kein anderes Item angezeigt wird. Das war natürlich ein gewollter Fehler. Das war absolut geplant, nur um nochmal drauf aufmerksam zu machen. Klick nochmal durch. Jetzt hast du hier leider keins. Der Pets oder der Region, du brauchst ja den immer noch zwei. Also muss ich ein anderes überspringen? Richtig. Oh, wir haben hier zufälligerweise ein Feuerei gefunden. Das war natürlich überhaupt nicht geplant. Jetzt klickst du mal nochmal auf die Pets. Okay. Und hast jetzt bei Feuer ein Ei. Und jetzt könnten wir natürlich nachschauen, indem wir die Maus über eins der Pets halten und sehen, welches wir jetzt bekommen haben. Das ist tagsüber. Genau, da wir nach 18 Uhr haben, und das ist der Zeitpunkt, wo für Shakes und Fidget die Nacht beginnt, die Nacht geht von 18 bis 6 Uhr, der Tag von 6 bis 18 Uhr, ist es sehr klar, hier gibt es eins, das tagsüber und eins, das nachtsüber gefunden werden kann. Wir haben jetzt 23.02 Uhr, also wird das wohl der Pyrophibus sein. Das Ei drauf angewendet und wir sehen, du hast bereits das stärkste Feuerpad, was du bisher haben kannst. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen Petkampf zu machen. Kannst du eigentlich jetzt schon probieren, wenn du nämlich mit Feuer angreifst, wirst du ganz sicher gewinnen. Dann tue ich das. Genau. Jetzt greift der Reihe nach jedes Pad an, das du hast. Es sei denn, du hast auch Pads später, die nach deinem höchsten Pad kommen, in dem Fall den Pyrophibus, die werden nicht mehr angezeigt, sofern dein Pyrophibus alle anderen Gegner besiegt. So, das heißt, man kann teilweise schon vor Beginn des Kampfes sehen, ob ein Kampf gewonnen wird oder nicht. Okay. Das war sehr klar. Eine Zitronenfrucht dann. Richtig. Die kannst du in einem Lichtpad füttern. Dann springen wir mal zu Licht. Genau. Hier könntest du jetzt schauen, ob du dir vielleicht den Quacklops holen willst oder ob du morgen bis zur Tink warten willst. Vorübergehend könntest du natürlich auch den Zorzel finden. Ich könnte mir aber auch den Zorzel zuerst fangen und mir die Frucht für Tink dann aufsparen. Richtig, genau. Das oder den Quacklops könntest du dir jetzt fangen. Das ist der zweite und danach kommt Tink. Im Endeffekt kannst du das hier später machen, wie du möchtest. Such dir die Pets aus. Es macht, wie gesagt, Sinn, immer das Höchste zu füttern bis Level 100. Dann zu gucken, wie weit man damit in den Habitaten kommt. Und sobald man in den Habitaten das Maximum mit einem Level 100er Pet erreicht hat, dieses Pet, was du dann freigeschaltet hast, in der Regel ist es in der dritten Zeile, das erste, zweite oder dritte, das elfte, zwölfte oder dreizehnte Pet, also des Elements, macht dann Sinn, als nächstes auf Level 100 zu bringen und damit zu versuchen, so in Richtung der letzten vier Pets zu kommen. Die sind übrigens enorm stark. Alles klar. Ich denke, fürs Erste ist das ein grobes Tutorial gewesen. Pets füttern kannst du, haben wir ja auch gezeigt, am Feuerpad kannst du jetzt natürlich auch bei deinem Orkal machen, wenn du das Okodil noch nicht suchen möchtest. Und für detailliertere Sachen gehen wir dann mal auf meinen Account rüber.
Ja, und da sind wir auf meinem Account. Na, ich habe leider kein Pad gefunden, ne? Ah, hier habe ich jetzt kein Pad gefunden. Ich schicke nur eben auf Abenteuer. So, schauen wir uns hier mal. Spielwelt nicht erreichbar, perfekt. Schauen wir uns hier mal die Pads an. Wie du siehst, habe ich schon ein paar mehr. Und auch auf etwas höheren Leveln. Du hast, ja. Die erste Information, die man hier schon mal geben kann, ist, ihr seht hier teilweise, die Pads sind bei mir alle so um 40er Level herum. Und bei Wasser ist die Stufe 46 ausgegraut. Bei Licht ist zum Beispiel Stufe 44 komplett weiß und mit 3 Punkten. Und bei Schatten ist es zum Beispiel weiß mit 1 Punkt. Die Anzahl der Punkte bestimmt, wie oft das Pad heute schon gefüttert wurde. Hier ist nur noch ein Punkt und es waren mal 3. Das heißt, hier könnte ich noch ein Futter heute verteilen. Danach wäre das Pad, in dem Fall Zähnaug, Level 46, und wäre ebenfalls ausgegraut, wie das Okodilis jetzt ist. Licht könnte ich noch 3-mal füttern. Ich habe heute aber leider noch nicht das Futter bekommen. Das wird sich aber gleich noch ändern. Ich habe nämlich noch alle Pet-Kämpfe offen. Und Feuer ist ebenfalls noch 3-mal fütterbar. Soweit relativ einfach. Alles klar, ja. Gut. Was man jetzt noch zeigen kann. Das Wasserhabitat, was wir bei dir eben gemacht haben, verhält sich exakt wie ein Dungeon. Das heißt, du kriegst auch Erfahrung für deinen Charakter, wenn du es besiegst. Musst und aber auch Gold. Eine Stunde warten. Ja, ich glaube Gold nicht. Ich meine, es wäre nur Erfahrung und Pet-Futter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Habitatgegner schaffen werde. Mit dem hier sieht es zum Beispiel ganz schön schlecht aus, weil die Pets ja, wie gesagt, auch wenn die in der Stufe jetzt, in dem Fall Stufe 30, deutlich geringer sind als mein 39er Pet, immer stärker werden, je weiter sie nach links und nach unten gehen. Wo aber vielleicht der Gegner drin ist, ist beim Wasser oder beim Feuer. Ich versuche es jetzt mal mit Feuer und dann können wir mal schauen, vielleicht schalten wir ein neues frei. In dem Fall ist dieses Pet sogar relativ gut zu holen. Weil der Winter angefangen hat am 1. Dezember und heute ja der 3. Dezember ist, kann man das dann sogar morgen in den Ebenen von Oscor fangen. Probieren wir jetzt erstmal den Petkampf aus. Ob der klappt, weiß ich allerdings nicht, weil hier ist doch noch ein immenser Unterschied in den Stärkewerten. Und Ausdauer hat mein Pyrophybus jetzt auch nicht so viel mehr. An der Stelle kann man aber schon mal anmerken, man gewinnt keine Petkämpfe, wenn der Gegner durchgehend crittet. Der hat vor allen Dingen gar keine Ausdauer mehr. Richtig. So, man gewinnt keine Petkämpfe, wenn der Gegner durchgehend crittet. Das war aber, denke ich, jedem bekannt. Viel wichtiger ist, die Pets eines Elements werden stärker, je mehr im Rudel sind. Das heißt, Pyrophybus ist jetzt zum Beispiel deutlich stärker, weil eben noch 6 andere Pets im Rudel sind. Insgesamt 7 bei Feuer. Bei Schatten ist es ähnlich. Manche von den Pets sind relativ selten. Zum Beispiel, das kann nur an Sommertagen gefangen werden, da ich die Pets jetzt erst seit ein paar Wochen freigeschaltet habe. Weil die Welt halt auch erst seit ein paar Wochen eben läuft. Und im Herbst angefangen hat, kann ich das also noch nicht fangen. Das war bei Wasser bisher relativ glücklich. Hier kommen noch alle. Donnerstag nachts ist auch noch machbar. Das hier auch. Aber später gibt es dann so Scherzen, wie zum Beispiel im Zauberladen, das gleiche auch im Waffenladen. Beim Geburtstagsevent, also auch nur einmal im Jahr, die Aura auf Stufe 20 zu bringen, das ist auch so eine Sache, die ist wahnsinnig schwierig. Oder der den 14. Licht-Dungeon vollendet hat. Okay. Das gleiche ist auch bei den anderen. In der Regel ist dieses 19. Pad das vorletzte, das, was am schwierigsten zu bekommen ist. Zum Beispiel winkt dem Abenteurer, der das Dungeon-Portal bezwungen hat auf der Totenkopfinsel. Das Dungeon-Portal ist, soweit ich weiß, das Dämonenportal, wenn man es auch eigentlich Dämonenportal dann nennen sollte, um Fehler zu vermeiden. Und hier gibt es einfach 40 Gegner, für die man jeweils teilweise Wochen benötigt. Also es ist teilweise wirklich schwierig, diese Pets freizuschalten und eben dann auch zu finden. Das Freischalten erfolgt ja über die Dungeons. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Trick verraten, weil so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen zu den Pets. Alles klar. Wir haben hier immer einen Gegner angezeigt. Und darunter steht dann die Anzahl der Pets und die Gesamtstufe der Pets. Dadurch kann man schon sehr, sehr gut abschätzen, wie gut dieser Gegner in Wirklichkeit ist. Zum Vergleich hier unten. Er hat nur 4 Lichtspets. Richtig. Und du hast deutlich mehr. In dem Fall 6. Freigeschaltete Pets sind natürlich farblich hervorgehoben, also dass die nicht freigeschaltet sind, ist ja, denke ich, klar. Was man jetzt auch abschätzen kann, ist, ich habe 6 Pets, er hat 4, das heißt, meine Pets sind stärker. Rudelbonus. Je größer das Rudel, desto besser das Pet. Wenn man jetzt ganz brutal zurückrechnen möchte, kann man sagen, dass er Gesamtstufen mit diesen Pets eben 50 hat. Das heißt, jedes dieser Pets könnte Level 11 sein und 1 ein bisschen höher. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass es ungefähr wie bei mir aussieht, dass er also ein sehr hohes Pad hat und die anderen auf Stufe 1 sind.
Das hieße in dem Fall, dass sein höchstes Pet auf Stufe 47 sein könnte. Da 4 Pets, 3 auf Level 1, 3 minus 50, 47. Sehr einfach, oder? Sehr gut. Genau. Jetzt hilft es an dieser Stelle noch ganz kurz zu zeigen, dass ich in der Pet-Rangliste relativ weit oben stehe. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich auf diesem Server mit die besten Pets habe. Wenn jetzt also hier jemand ist mit einem Level 47er Pet errechnet, kann ich davon ausgehen, da ich hier auch zum Beispiel hier mal ein Level 6er, hier ein Level 2er, hier auch mal ein Level 3er, hier ein Level 6er etc. Level 4er Pet habe, außer bei Feuer, dass, hier sind alle Level 1, dass eventuell auch nochmal 2 bis 3 Level auf einem anderen Pet sein könnten. Ich will jetzt hier aber mal auf Nummer sicher gehen und auf jeden Fall versuchen, ihn zu besiegen. Und da wir mit Level 47 rechnen müssen, greife ich natürlich mit meinem besten Level, Level an. Also das ist mein Feuerelement mit einem Level 48er Pet. Probieren wir es mal aus. Es müsste ziemlich sicher gewonnen sein. Wie wir sehen, ist das Gegnerelement Licht. Das ist dein Zossel, den hast du ja auch eben auf deinem Account freigeschaltet. Und der kämpft jetzt erstmal gegen mein geringstleveliges Tier. Wie man jetzt hier sieht, ist mein letztes Tier, was unten links angezeigt wird, der Pyrophibus. Obwohl ich ja noch einige Pets danach folgend habe. Das heißt einfach, dass der Pyrophibus gewonnen hat. Alles klar. Hier kommen wir jetzt zum spannenden Kampf. Das ist ein Level 42er Tink gegen ein Level 48er Pyrophibus und die hat halt leider einfach keine Chance. Schade. Tja, gut für uns. Also heute sind alle deine Gegner Licht. Ist es zufällig, welches Element man als Gegner bekommt oder gibt es da eine Reihenfolge? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, das ist absolut nicht zufällig. Wir haben ja jetzt übrigens eine Zitrone des Lichts bekommen für den gewonnenen Kampf. Die füttere ich gleich mal meiner Tink. Ich dachte, sie fütterst du diesem Seestern. Ja, das war schon fast der Schaden. Sternduch. Richtig, aber jetzt wollten wir auf deine Frage zurückkommen. Nein, es ist absolut nicht zufällig. Und zwar ist es jeden Tag, gibt es ja 5 Petkämpfe, die du machen kannst. Du kannst mit jedem Element gegen einen Gegner kämpfen. Ja. Und das Gegnerelement steht immer fest. Für das einen heißt, Tag. Richtig. Das heißt, eben war der Gegner Licht, dieser Gegner ist Licht und auch bei den nächsten 3 Kämpfen nach dem Kampf wird der Gegner wieder vom Lichtelement sein. Ab morgen ist es dann aber anders. Das Ganze vielleicht ein bisschen anschaulicher erklärt. Wir haben es zum Glück auch auf unserer Gildenseite stehen und zwar ist das hier die Pet-Rotation. Die ist fix, die ändert sich nicht. Heute kämpfen wir nur gegen Lichtpets. Morgen nur gegen Erde. Richtig. Ja. Danach nur gegen Feuer. Der ganze Spaß startet dann wieder von vorne. Mit Wasser, Schatten, Licht, Erde, Feuer. Das hilft enorm. Man kann sich so nämlich ein bisschen Futter zurechtlegen, zum Beispiel jetzt hier Wasser, um die Pets vielleicht auch ein paar Tage mehr zu füttern, weil man hier auch immer nur eine Zitrone des Lichts jetzt bekommt, beziehungsweise wenn man gegen Wasser kämpft, nur eine Pflaume, je nachdem. Und so kann man sich dann vielleicht ein bisschen, wenn man ein großes Inventar hat, das nicht gerade mit Stärkesteinen und Bogen zugemüllt ist, kann man sich da ein bisschen Futter zurechtlegen und auch über die nächsten Tage versuchen, das Pet weiter 3-mal zu füttern. Auch wenn das an dem Tag, wo man vielleicht 4 Kämpfe, 5 Kämpfe gewinnt, relativ einfach erscheint. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Kommentar. Das ist Flex. Flex ist ein sehr, sehr bekannter Gegner. Ja. Das wirkt wahnsinnig beeindruckend, weil der eine Gesamtstufe von 63 hat, aber nur 6 Pets. Das heißt, im Idealfall ist er sein höchstes Pet irgendwas Mitte Level 50, vielleicht sogar Ende Level 50. An der Stelle kann ich beruhigen. Ich habe schon sehr oft gegen Flex gekämpft, so wie einige andere auch. Flex levelt mehrere Pets. Und deshalb ist es gar nicht so beeindruckend, wie es scheint. Da ich jetzt gerade keinen Pilz mehr habe, weil Epic Event ist, werde ich mal ganz kurz einen Cut machen und den gleich mal angreifen und euch mal zeigen, was ich meine. Also, bis später. Tja, da sind wir zurück. Die Wartezeit ist vorbei. Leider ist auch ein bisschen mehr als die Wartezeit vorbei. Wie man unten sehen kann, ist schon wieder ein anderer Gegner angezeigt. Ich habe tatsächlich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ist ja auch eigentlich nicht nötig. Richtig. Denn Shakes & Fidget hat ja zum Glück eine Speicherfunktion. Und damit hätten wir noch ein Feature erklärt. Richtig, die Speicherfunktion des Posteingangs. Wie auch immer, den Petkampf gegen Flex, der ja Level 63 als Gesamtstufe hatte, bei 6 Pets, wenn ich mich jetzt nicht irre, was ja den Schluss nahelegt, dass sein höchstes Pet eventuell Level 58 ist, den haben wir natürlich aufgezeichnet. Zeigen wir ihn doch mal. Und wie angekündigt, sind die Pets gar nicht so stark wie erwartet. Man sieht schon, dass einige Pets sind stärker als erwartet. Ja, das stimmt. Ja. Andererseits nicht. Das wichtige Pet ist schwächer. Richtig. Wie man bereits sehen kann, Okudil ist das bei mir letzte angezeigte Pet im Kampf. Das heißt, das Okudil hat den Kampf schon entschieden.
Und hier das sieht haben man. wir auch gerade schon gesehen. Ja, wir ja. Ich meinte in der Post. Ja, eben. Ja, gut, stimmt, das war grün markiert, daran Und da hätte man es stand auch Sieg. erkennen können. Stand da Sieg. Sieg. Was ein Spoiler. Tja. Naja, auf jeden Fall kann man sehen, er hatte eine Menge Pets auf Level 4 und Level 10 und Level 2 und hat dann natürlich eine Menge Futter verschenkt. Sonst hätte er seinen Quacklops, der hier Level 38 war, auch in Richtung dieser 46 oder eben noch darüber hinausbringen können. Dann wäre es auch wahrscheinlich nicht gewonnen worden. Tja, ne? So kann es gehen. So schnell. Also, bleiben noch Fragen übrig oder hätten wir das Eine hätte ich meiste dann noch. geklärt? Die Pets, die haben ja Elemente. Richtig. Kann ich mir das dann vorstellen wie bei Pokémon, dass einige Pets, also einige Elemente Stärken oder Schwächen gegen andere Elemente haben? Das ist auch wieder eine verdammt gute Frage. Ja, kannst du tatsächlich. Und zwar ist es auch in Shakes und Fidget so, dass einige Elemente stärker sind als andere Elemente und eben gegen dieses Element, wie du eben genau gesagt hast, Stärken oder Schwächen haben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das bei Pokémon macht. Nicht immer so viel, wie man denkt. Genauso ist es im Endeffekt auch bei Shakes. Aber grob kann man sich merken, dass das Element Wasser eine Stärke gegen Feuer hat, während das Element Feuer wiederum eine Stärke gegen das Element Erde hat. Erde wiederum hat eine ziemliche Stärke gegen das Element Licht und Licht wiederum ist sehr gut gegen Schatten. Und Schatten als allerletztes ist, wie man jetzt kaum vermuten würde, gut gegen Wasser. Also bei Wasser ist gut gegen Feuer und Licht ist gut gegen Schatten, gehe ich noch mit bei den anderen. Muss man ein bisschen mehr Fantasie aufwenden. Richtig, aber damit hätten wir das dann, denke ich, auch noch Ja. erklärt. Sonst noch Fragen? Von meiner Seite aus war es das. Gut, dann würde ich am Ende nur noch ganz kurz zeigen, wie sich denn die Pets jetzt wirklich aufs Spiel auswirken. Denn nur so eine kleine neue Rangliste zu haben und so ein paar neue Features, in denen man sich ein paar Pets zusammensuchen kann, bringen ja einen natürlich wirklich weiter, auch wenn es vielleicht Spaß macht. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel hier, wenn ich auf meine Attribute gehe, inwieweit die Pets mir da helfen, diese zu steigern. Bei Stärke sind es jetzt hier durch die Wasserpets immerhin 107 Attributspunkte. Und bei meinem Hauptattribut Geschick sind es schon 267. Ausdauer wiederum durch Schatten gefördert sind 269, Glück 159 und das ebenso wie Wasser, also Stärke unwichtige, Intelligenzattribut für mich unwichtige, sind 95. Also solltet ihr, wie man daran jetzt auch sieht, darauf achten, dass ihr vor allen Dingen die Pets levelt und da auch ein bisschen Futter anspart, die euer Element nach vorne bringen. Ja, das ergibt Sinn. Gut, ich hoffe, das Tutorial hat ein bisschen geholfen, ein paar Fragen aus dem Weg geräumt. Wenn es sonst noch welche gibt, schreibt ruhig eine Nachricht oder schreibt auch unten in die Kommentare rein und dann können die bestimmt beantwortet werden. Ansonsten bedanke ich mich fürs Ansehen und frohes Shaken. Tschüss.